Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zur IT-Security Cyber Lounge, die Folge 30 heute schon. Mein Name ist Claudia Marx von LSZ und ich bin gemeinsam mit meinem Team verantwortlich für die LSZ-IT-Security-Formate und für die LSZ-IT-Karriere-Formate. Und ich freue mich, dass heute so viele Teilnehmer wieder mit dabei sind bei unserer IT-Security Cyber Lounge, unser interaktives Format, unser interaktives Online-Format, das wir Ihnen bieten, wo wir auf aktuelle Themen eingehen, wo wir IT-Security-Interviews haben, wo wir Tech-Talks haben, Community-News Ihnen bieten und das natürlich alles mit interaktivem Charakter. Auf der rechten Seite Ihres Bildschirms finden Sie das Bedienpanel, das Sie ausklappen können und da können Sie uns während des gesamten Webinars Fragen stellen, die wir dann am Ende des Webinars beantworten werden und wenn es zu viele Fragen gibt, kommen auch der Daniel und der Joachim im Nachgang auf Sie zu, um eventuell Fragen noch weiter zu beantworten. Das Webinar wird aufgezeichnet und im Nachgang bekommen Sie auch die Aufzeichnung zugeschickt, sowie auch die Unterlagen, die Präsentationen, die heute gezeigt werden. Da bekommen Sie auch Unterlagen zugeschickt. Ja, was erwartet Sie heute? Wieder ein sehr brisantes Thema, nämlich wie Unternehmen ihre Endkunden vor Phishing schützen und wie ein Passwortmanager das Risiko für den Anwender da mitigieren kann. Ein, ich glaube, sehr brisantes und sehr alltägliches Thema, was uns alle betrifft. Und Phishing nimmt ja kontinuierlich zu. Und wie wir jetzt auch alle gesehen haben, gerade mit ChatGPT, ist es ja auch selbst für mich, glaube ich, möglich, ein ziemlich einfaches Phishing-E-Mail zu generieren und zu schauen, was passiert. Und anhand eines, glaube ich, sehr interessanten Beispiels heute, eines Phishing-Angriffs auf Endkunden einer Bank, wird gezeigt, eben welche Maßnahmen getroffen werden können und wie da auch ein Passwortmanager unterstützen kann, eben weniger anfällig für Phishing-Angriffe zu sein. Aber an diesem Punkt stelle ich natürlich gleich die Experten vor, die darüber heute sprechen werden, an die beiden ich das Wort auch gleich weitergeben werde. Wir haben einmal den Joachim Kerschbaumer dabei von der Bank 99. Joachim, du bist CISO bei der Bank 99, warst seit 2021, warst davor bei der ING. Auch in der Informationssicherheit tätig und davor über 10 Jahre in der Softwareentwicklung für physisches Sicherheitsmanagementsysteme verantwortlich, für Applikationssicherheit und Systemarchitektur und wie ich gehört habe oder wie du mir erzählt hast, in deiner Freizeit jagst du quasi Cyberkriminelle, sehr vorbildlich und suchst Zero Days und machst gern Reverse Engineering. Und was ich natürlich, ich als Deutsche sehr gerne sagen möchte, als Vorarlberger, hast du auch vorher erzählt, du bist immer mehr in den Osten gezogen, so wie ich, erst nach Salzburg, jetzt nach Wien. Ich als Deutsche aus Bayern, eben nicht so weit weg von Vorarlberg, kann das gut verstehen, bin auch sehr gerne da. Also herzlich willkommen, Joachim, schön, dass du heute da bist. Freut mich morgen. Und Daniel, ein alter Bekannter, wollte ich jetzt gerade sagen, ein gern und oft gesehener Partner bei unseren Webinaren, Daniel Holzinger, ist Managing Director, Gründer von Collited und Kooperationspartner von LastPass. Du begleitest Unternehmen mit deinem Unternehmen auf der Reise zu neuen Arbeitswelten und hast auch schon über 20 Jahre in der Beratungsbranche und in der Informationstechnologiebranche. Du bist immer wieder bei uns als Berater für Fragen rund um IT-Sicherheit, als versierter Moderator, als Experte mit dabei. Dafür danken wir dir auch von Seiten LSZ immer. Und ich wollte gerade vorher sagen, eben Joachim jagt quasi die Cyberkriminellen. Bei dir habe ich gesehen, du bist letzte Woche oder diese Woche noch, glaube ich, die Pisten in Zell am See runtergejagt bei diesem Traumwetter und kommst quasi direkt von der Piste heute in das Webinar. Und ja, wirst uns durch das Webinar führen. Ich wünsche Ihnen, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen, viel Spaß. Daniel, schön, dass du da bist und gebe euch beiden jetzt das Wort für das interessante Thema. Wir hören uns am Schluss wieder bei den Fragen. Bis dahin. Ja, vielen lieben Dank, Claudia, für die wie immer sehr nette Einleitung. Ja, ich freue mich heute mit dabei zu sein und wir haben ja wirklich ein sehr spannendes Thema heute ausgewählt, Phishing. Und im Webinar, Claudia, du hast es auch angeschnitten, es geht auch im Webinar zu sehen, mit welchen Methoden heute Phisher arbeiten, wie man Phishing verhindern kann, wie man die Endkunden schützt und wie man auch die Anwender schützt.
Im letzten Jahr haben Joachim Kerschbaum und ich bei einem Security-Event beide vorgetragen, unabhängig voneinander vorgetragen. Ich war von seinem Vortrag wirklich begeistert und habe mir gedacht, da kann man doch was Gemeinsames machen, weil das Thema Phishing und Passwortmanagement, die beiden Themen passen ja doch irgendwie auch ganz gut zusammen. Und genau darum dreht sich alles im heutigen Webinar. Ja, Claudia hat schon angesprochen auch, wann immer Sie Fragen haben, bitte stellen Sie die Fragen in das Fragefenster, das so ähnlich funktioniert wie ein Chat ein und wir werden versuchen, alle Fragen zu beantworten. Falls es nicht ausgeht, wird jede Frage natürlich im Nachgang beantwortet. Ja, Phishing ist ja eine unglaublich häufige Methode für Cyberangriffe und wird auch immer beliebter. So könnte man es ausdrücken und mit relativ wenig Aufwand kann man doch relativ großen Schaden anrichten. Und Phishing-Attacken setzen natürlich auf die Schwachstelle Mensch, also das vermeintlich schwächste Glied der Sicherheitskette. Und laut BSI in Deutschland steht dabei neben den Mitarbeitern von Unternehmen, besonders auch Kunden aus dem Finanzdienstleistungsbereich, Bezahlsysteme, Online-Händler und so weiter ganz klar im Fokus. Und es gibt eine große Vielfalt an Phishing-Attacken. Ich habe versucht, einmal so das, was, glaube ich, so allgemein üblich ist, zusammenzufassen, möchte aber da nicht im Detail eingehen. Grundsätzlich geht es immer darum, einen Identitätsdiebstahl zu begehen. Und eine der häufigsten Formen von Phishing ist gleich an Nummer 1, Deceptive Phishing, wo man über ein E-Mail, eine SMS entsprechend auf eine gefälschte Domain eines Unternehmens oder einer Organisation umgeleitet wird oder wo eine Webseite vorgetäuscht wird, um dann entsprechend weitere Zugangsdaten zu bekommen. Und wir haben uns natürlich auch gefragt, beziehungsweise würden wir gern dieses Webinar auch ein bisschen interaktiv mit Ihnen gestalten und wir haben eine Umfrage vorbereitet. Wir würden gerne Ihre Einschätzung erfahren, wie sich Phishing in den letzten Jahren für Sie verändert hat. Also wir haben die Frage bewusst generisch gewählt und sie schließt natürlich jetzt die private, aber auch die berufliche Perspektive mit ein. Das heißt, die Frage ist, hat es zugenommen, deutlich etwas zugenommen, ist es gleich geblieben aus Ihrer Beobachtung oder sagen Sie, na, es gibt doch weniger Angriffe oder möglicherweise können Sie es auch entsprechend, wo Sie sagen, letzter Punkt, nicht wirklich gut einschätzen, wie es in Ihrem Umfeld aussieht. Wir stehen jetzt bei einem Auszählungsstand von über 60%, 66%. Die Zahlen bewegen sich noch, aber ich denke, wir haben ein sehr aussagekräftiges Bild und ich darf Sie auch mit den Ergebnissen entsprechend sozusagen die Ergebnisse präsentieren. Also 65% von Ihnen sagen ganz klar, na, haben deutlich zugenommen, 19% etwas zugenommen und der Rest verteilt sich auf die letzten drei entsprechende Antwortmöglichkeiten. Also man sieht schon, dass es hier deutlich zugenommen hat und wenn man auch aktuelle Studien betrachtet und eine gute Quelle ist aus meiner Sicht immer die Anti-Phishing Working Group, die quartalsweise recht spannende Zahlen liefert. Die letzten Zahlen sind aus dem Q3 2022, geht davon aus, dass jetzt Q4 2022 bald veröffentlicht wird. Und im dritten Quartal hat es einen Rekord, einen Negativrekord gegeben. Über 1,27 Millionen Phishing-Angriffe. Also wie gesagt, ein neuer Rekord. Und spannend ist auch in der Zusammenfassung von der Anti-Phishing Working Group, dass im Finanzdienstleistungssektor 23,2% aller Phishing-Angriffe kommt genau sozusagen aus diesem Umfeld. Und das ist jetzt für mich natürlich auch die perfekte Überleitung, Joachim, an dich zu übergeben. Und ich bin schon sehr auf deine Ausführungen gespannt. So, guten Morgen zusammen. Ich werde heute das Thema vielleicht von einer leicht anderen Seite beleuchten. Also ich kann jetzt keine globalen Trends liefern, sondern es ist mehr wirklich die persönlichen Erfahrungen, die ich und mein Team mit diversen Phishing-Angriffen in letzter Zeit hatten. Was war die Ausgangslage? Die Bank 99 ist 2020 als junge Bank gestartet und hat dann ein Jahr später quasi dann das Endkundengeschäft, das Retail-Geschäft der ING in Österreich übernommen, die per se eine reine Online-Bank war. Ich komme auch aus der Ecke und Phishing
gab es damals auch hin und wieder, aber das war in der Regel hier mal eine Phishing-Seite, dort mal eine Phishing-Seite, war relativ wenig. Im zweiten Quartal 2022 ist die Bank 99 dann ganz stark in den Fokus von Fischern gerutscht. Hintergrund war wahrscheinlich auch, dass angekündigt wurde, es gibt jetzt große Veränderungen, die Banken fusionieren. Jetzt gibt es für Endkunden auch Veränderungen. Insofern ging es dann relativ schnell sehr stark los. Man sieht hier auch der Trend, wie er sich dann entwickelt hat. Wir hatten in der Zeit über 450 wirklich individuelle Phishing-Domains und Seiten. Von den Angriffen auf Kunden kann ich keine konkreten Zahlen nennen. Es geht auf jeden Fall in die vielen Zehntausende rein. Wir hatten teilweise über 100 neue Phishing-Seiten pro Monat, die immer so in Stoßwellen gekommen sind. Heißt auch, dass wir zu einzelnen Zeitpunkten über 25 aktive unterschiedliche Phishing-Seiten parallel hatten. Wir haben dann auch relativ schnell gemerkt, dass mehrere unterschiedliche Gruppen aktiv sind mit starkem Bezug zu Marokko, Südamerika. Wie wir dazu kommen, komme ich noch gleich dazu. Und was wir auch beobachtet haben, ist, dass die Fischer regelmäßig ihre Taktik geändert haben. Das heißt, wenn sie gemerkt haben, irgendwas funktioniert nicht, haben sie einfach die Art und Weise, wie sie die Phishing-Angriffe auf Endkunden machen, angepasst. Hier sieht man jetzt ein paar Beispiele, wie das ausschaut. Für die meisten Endkunden lässt sich das in der Regel beinahe nicht von den original Online-Banking-Seiten der Bank 99 unterscheiden. Wenn man sich jetzt den Standardansatz ansieht, wie hier jetzt am Beispiel von einer Netflix-Seite, der Endkunde gibt auf einer gefälschten Phishing-Seite seine Zugangsdaten ein, der Fischer kriegt die Zugangsdaten, Benutzername, Passwort, geht damit auf die echte Seite und hat volle Kontrolle. Jetzt könnte man sagen, in der Finanzindustrie ist es auch aus regulatorischer Sicht erforderlich, dass wir eine Zwei-Faktor-Authentifizierung haben. Und bis vor ein paar Jahren wäre ich auch noch der Meinung gewesen, Zwei-Faktor-Authentifizierung, das schützt vor Phishing. Wir haben jetzt nur gemerkt, dass das Faktor Mensch als Schwachstelle hier auch beim zweiten Faktor in der Regel nicht ausreichend ist. Wie ist der Ablauf? Wie gehen die Fischer die Zwei-Faktor-Authentifizierung oder wie umgehen sie diese? Die Kunden kommen auf eine gefälschte Seite, geben die Zugangsdaten ein, die hat dann auch der Fischer, geht dann zum echten Online-Banking, in diesem Fall jetzt der Bank 99, und in Folge kommt dann von der Bank eine Freigabe über SMS, über eine App, je nachdem, was als Freigabemethode hinterlegt ist, an den Originalkunden. Da er quasi gerade seinen Login macht, geht er auch davon aus, er muss diese Information jetzt irgendwo eintragen oder auf eine Zahl drücken. In Folge gibt er den zweiten Faktor dem Fischer. Der nimmt das Ganze wieder entgegen und leitet das wieder an die Originalbank weiter. In diesem Fall hat der Fischer jetzt einmaligen Zugriff auf das Online-Banking, was prinzipiell jetzt noch kein Problem ist, weil um Zahlungen freizugeben, muss man ebenfalls wieder Freigaben machen. Es braucht jeweils einen zweiten Faktor. Insofern möchte der Fischer jetzt permanente Kontrolle über das Online-Banking haben. Entsprechend gibt es die Anfrage, ich hätte gern eine neue Freigabemethode. Das geht wiederum an den Endkunden, der muss das freigeben. In der Zwischenzeit hat der Fischer dem Endkunden gesagt, der Login ist fehlgeschlagen, du musst nochmal deine Freigabemethode eingeben. Und hier kommt dann das Problem, die Kunden lesen meistens nicht, was sie in der App oder per SMS kriegen, sondern sie erwarten, ich muss es jetzt halt nochmal eingeben, schleifen das 1-2-1 durch. In dem Fall hat es der Fischer wieder, gibt das wieder weiter und hat dann seine eigene Freigabemethode und hat damit volle Kontrolle über ein Online-Banking mit eigenen Möglichkeiten, beispielsweise auch Zahlungen freizugeben. Wir haben dann auch relativ schnell gemerkt, dass die Fischer interaktiv da sitzen. Die sitzen 24/7 vor Rechnern, vor ihren Tools, um eben diese Anfragen von Kunden entgegenzunehmen. Und weil man 24/7 Support für seine unter Anführungszeichen Kunden liefert, sind das natürlich auch eine ganze Reihe von Leuten. Was für Kanäle haben uns erreicht? Also der Hauptkanal war mit Sicherheit E-Mail. Da waren es teilweise zehntausende Mails, die täglich rausgeschickt worden sind. In der Regel haben die Fischer kompromittierte E-Mail-Accounts von Dritten benutzt, seien es jetzt irgendwelche Freemail-Konten, Hotmail, Gmail und so weiter. Wir haben aber auch sehr viele Firmenkonten erlebt, die einfach kompromittiert worden sind. Und über die haben die Fischer dann unter den vermeintlichen vertrauenswürdigen Absendern Nachrichten verschickt. Teilweise wurden auch falsch konfigurierte Top-Level-Domains genutzt, beispielsweise der Fall von Kundenservice.at, das natürlich dann bei Endkunden sehr viel Vertrauen erweckt, wenn es von so einer Adresse kommt. Und in vielen Fällen nutzten Fischer mittlerweile auch kommerzielle Marketing,
Mailer, also die große E-Mail-Sender wie SendGrid und Co. Da werden ebenfalls kompromittierte Konten von Dritten benutzt und über die dann in großen Stil Mails verteilt, weil man damit einfach sehr viel leichter durch Phishing und Spam-Filter durchkommt. Der zweite große und starke Kanal war das Thema SMS. Da gibt es natürlich initial leichte Kosten für die Phisher, weil die SMS nicht gratis sind. Allerdings kann man die Absender Nummern und auch Adressen bei SMS relativ leicht fälschen. Und was wir gemerkt haben, es ist die mit Abstand effektivste Methode, weil man jede Art von Spam-Filter, E-Mail-Filter gibt es de facto nicht für den Kanal SMS. Weiters kann man sehr zeitlich auch zielgerichtet das jemandem zustellen und Leute, die eine SMS kriegen, klicken in der Regel sehr schnell darauf. Das heißt, das ist eine extrem effektive Methode, um Phishing zu betreiben. Dann haben wir diverse Fälle von Social Media Phishing gesehen, wo es dann künstliche Profile auf Facebook, Instagram und anderen Social Media Plattformen gibt, wo dann teilweise auch direkte Kontaktaufnahme mit den Opfern passiert, wo man sich ausgibt als Bankmitarbeiter, um den Kunden die Zugangsdaten abzuluxen und so weiter und so fort. Und zu guter Letzt haben wir eine ganze Reihe von Suchmaschinen Poisoning gesehen. Das heißt, es werden Google Ads oder Bing Ads oder andere Online-Werbedienste genutzt, um Werbung zu schalten. Das heißt, Personen, die dann nach der Bank suchen, kriegen dann zuerst mal die Anzeige und das muss nicht zwangsläufig die echte Bank sein, sondern kann eben dann auch eine Phishing-Seite sein. Und das hat den Vorteil, dass man sehr zielgerichtet Werbung schalten kann auf eine bestimmte Altersgruppe, fehlende Affinität zu Online-Services und so weiter. Das liefern einem die Suchmaschinenbetreiber und entsprechend kann man hier auch sehr zielgerichtet sein Zielpublikum erreichen. Wo und wie wurden diese ganzen Phishing-Seiten gehostet? Da gab es eine ganze Vielzahl von Varianten. Wir haben sehr viel Top-Level-Domains gesehen, die möglichst ähnlich ausschauen wie die echten. Ganz stark und ganz viel weltweit nutzen sie auch sogenannte kostenlose Dynamic DNS Provider, wo man sich selbst irgendwelche Subdomains mit diversen Standardendungen machen kann. Wir hatten sehr viel Phishing von kostenlosen Hosting Services, also Google mit Firebase, Netlify und so weiter. Das sind so die großen Bekannten, die Leute auch für persönliche Homepages nutzen. Die werden hier natürlich auch genutzt, um einfach die Phishing-Seiten zu betreiben. Und zu guter Letzt haben wir zuletzt auch sehr viele kompromittierte Webseiten gesehen von Dritten. Das waren teilweise auch Regierungsseiten und Seiten von allen möglichen Organisationen, die einfach aufgrund von einer Schwachstelle kompromittiert worden sind und dann genutzt werden, um Phishing-Seiten zu hosten. Wie haben wir jetzt die Phishing-Seiten identifiziert, die unsere Kunden angehen wollten? Der einfachste und direkteste Kanal ist natürlich mal der Endkunde selber. Das heißt, die Endkunden, wenn sie eine Phishing-Nachricht bekommen, sei es über E-Mail, SMS, können uns das liefern. Das kann einerseits über einen Kundendienst direkt gehen, hat nur den Nachteil, dass sehr viel Zeit verloren geht. Oder wir haben entsprechende Mailbox eingerichtet, Stop Phishing, wo uns die Kunden das direkt senden können. Da haben wir nur gemerkt, das ist ganz stark abhängig von Awareness und Kommunikation an Kunden. Jedes Mal, wenn wir Awareness-Maßnahmen geschalten haben, ist die Anzahl an Nachrichten, die wir quasi direkt von Endkunden gekriegt haben, steil nach oben gegangen. Der einzige Nachteil ist, es ist halt meistens schon zu spät. Das heißt, die Nachrichten sind zugestellt. Die Kunden, die einem diese Information weitergeben, sind in der Regel auch nicht die, die darauf reinfallen. Und die Kunden, die auf Phishing reinfallen, melden dir das nicht, weil sie sowieso davon ausgehen, dass sie auf den echten Online-Banking-Seiten sind. Die zweite Variante sind diverse Threat Intelligence Provider. In unserem Fall war das vor allem auch Netcraft, die wir auch quasi als Dienstleister nutzen, oder Fishtank. Das sind einfach Online-Services, die liefern dir Feeds und Informationen über Phishing-Seiten, die dich möglicherweise als Ziel auserwählt haben. Das gibt da sehr viel umfangreichere Sicht als über die Endkunden. Man kriegt es auch global ein bisschen gut mit. Und den Vorteil, den diese auch liefern, ist, dass es verknüpft ist mit sogenannten Blocklisten. Zu denen kommen wir gleich. Das ist eine relativ schnelle Maßnahme, ist hier auch die Endkunden kurzfristig erstmal zu schützen. Und zu guter Letzt haben wir ganz, ganz stark auf Zertifikatstransparenzlogs gesetzt. Was ist das? Fischer hätten natürlich auch gern dieses kleine grüne Schloss oben im Browser, das den Leuten jahrelang eingetrichtert wurde, dass das wichtig ist, damit man sicher ist. Entsprechend möchten auch die Fischer, dass ihre Kommunikation verschlüsselt ist. Sprich, sie brauchen ein TLS-Zertifikat. Jedes TLS-Zertifikat weltweit, das ausgestellt wird, landet in solchen Zertifikatstransparenz-Logs und die kann man auch abfragen. Wir haben das jetzt einfach dafür verwendet, dass wir sagen, wir fragen die in Echtzeit ab.
und untersuchen die nach diversen Schlüsselwörtern Abwandlungen von Bank 99, Online-Banking und so weiter und so fort. Ungefähr 1500 Varianten haben wir uns da zurechtgelegt und haben dann angefangen, ungefähr 20 Millionen Zertifikate pro Tag in Echtzeit zu scannen, damit wir quasi eine Realtime-Warnung kriegen, wenn irgendwo eine Phishing-Seite aufpoppt. Man sieht hier unten dann auch, wir haben uns dann auch für unsere Messenger, Microsoft Teams, haben wir uns Echtzeitbenachrichtigung gemacht, damit wir einfach möglichst schnell mitkriegen, jetzt gibt es hier eine neue Phishing-Seite. Was kann man jetzt dagegen tun, wenn man merkt, okay, da gibt es eine Phishing-Seite, die die eigenen Kunden als Ziel hat? Das Einfachste und Kurzfristigste sind erstmal Blocklisten. Die klassischen Blocklisten sind in allen modernen Browsern, Mobilgeräten und so weiter vorhanden, werden da auch genutzt. Auf allen vorne voran natürlich mal Google Safe Browsing, die man wahrscheinlich hin und wieder mal sieht, wenn man auf eine Seite klickt und die große rote Warnmeldung kommt. Achtung, betrügerische Webseite. Analog gibt es das Ganze auch von Microsoft, aber auch diversen Antivirenherstellern, ESET, McAfee und so weiter und so fort. Das hat den Vorteil, dass man sehr kurzfristig eine Seite, die nach wie vor online ist, den Endkunden gegenüber erstmal als Achtung, da gibt es ein Problem markieren kann und entsprechend die meisten Kunden so erstmal schützen kann. Es gibt natürlich auch immer wieder welche, die sagen, weiter, passt schon, ich weiß, was ich tue, aber das ist dann wieder ein anderes Thema. Wenn die Seite jetzt erstmal blockiert ist, will man sie aber natürlich trotzdem aus dem Netz kriegen, um einfach das Risiko von Kunden, die vielleicht keine Blocklisten haben, auch in den Griff zu kriegen. Entsprechend ist das Nächste, was wir dann in der Regel machen, ein sogenannter Takedown. Das heißt, man nimmt die Seite aus dem Netz. Man kann jetzt aber natürlich nicht hergehen und einfach beliebige Seiten einfach aus dem Netz ziehen. Das hätte wieder andere Probleme und Implikationen mit sich. Entsprechend ist der Ansatz hier nicht ganz so einfach und auch kurzfristig möglich. Es gibt in der Regel zwei Möglichkeiten. Also A, gibt es sogenannte Takedown-Provider. Die haben den Vorteil, man liefert diesen Providern eine Seite, sagt bitte, sorgt dafür, dass die aus dem Netz kommt. Das ist sogenannt quasi eine Art Fire and Forget. Das Thema ist aber natürlich, das ist relativ kostenintensiv. Also wir haben auch einen entsprechenden Dienstleister und eine Seite aus dem Netz zu nehmen, kostet dann ungefähr 200 Euro. Wenn man sich jetzt überlegt, die knapp 500 Seiten, die wir im letzten Sommer hatten, wenn wir quasi uns das Problem vom Hals schaffen wollen, hätten wir da sehr schnell sehr viel Geld liegen gelassen. Insofern haben wir dann relativ kurzfristig angefangen, die Takedowns auch selber durchzuführen. Man sieht jetzt hier zum Beispiel den Dienstleister Netcraft, wie das aussieht, die Seiten, die da sind, kann sagen, bitte kümmere dich darum und die machen das wirklich gut. Wenn man jetzt das Ganze selbst machen will, muss ich auch zugeben, ist da ein relativ großer Lernprozess auch dabei. Wir haben sehr viel gelernt, was funktioniert nicht. Aber in der Regel kann man sagen, erfolgt, dass man nimmt Kontakt auf mit dem Webseitenbetreiber, man nimmt Kontakt auf mit Hosting-Providern, man nimmt Kontakt auf mit den darüberliegenden Netzwerk-Providern. Das kann über E-Mail sein, kann über Fax sein. Wir haben auch Leute angerufen oder über WhatsApp kontaktiert. Und theoretisch versucht man einfach jede Partei, die involviert ist, im Betrieb dieser Webseite zu erreichen, mit Nachweisen zu versorgen, zu sagen, hey, hier gibt es eine Phishing-Seite, illegaler Content, bitte sorgt dafür, dass das rausfliegt. Und wenn das alles nicht funktioniert, kann man immer noch die Mutter von den jeweiligen anrufen. Also nichts ist hier unmöglich. Man will einfach nur, dass die Seiten verschwinden. Jetzt hat sich natürlich die Frage auch gestellt, wer steckt dahinter, hinter diesen Phishing-Angriffen auf unsere Endkunden? Wir haben dann überlegt, welche Informationen haben wir? Wir haben E-Mail-Adressen, die als Absender genutzt werden. Wir haben die E-Mails selber, wir haben SMS-Nachrichten, wir haben die Phishing-Seiten und wir haben Informationen zu diesen Phishing-Kits. Was das ist, zu dem kommen wir gleich noch. Aber wir haben dann diese Informationen erstmal genommen und in ein Open-Source-Tool namens Maltego gepackt. Maltego ist ein super tolles Werkzeug, mit dem man sich dann sogenannte Bedrohungsgraphen machen kann. Man kann Link-Analyse machen, man kann die Daten anreichern, erweitern, sogenanntes Data-Mining machen und kann auch diverse OSINT-Operationen, also Open-Source-Intelligence, draufführen und kann einfach das Ganze wachsen lassen. Wir haben also die ganzen Phishing-Seiten mal gesammelt, die Absender, und haben dann einen entsprechenden Graphen gemacht, wer hängt mit wem zusammen, wo passt was. Und wenn man dann ein bisschen rauszoomt und sich das Ganze anschaut, sieht man dann, da gibt es diverse Cluster. Und diese Cluster waren dann auch für uns die unterschiedlichen Gruppen, weil die offensichtlich miteinander nichts zu tun haben. Das heißt, man hat dann hier diverse Cluster, die für sich individuell agieren, jede mit eigenen
Taktiken, Techniken, Procedures, was auch immer. Und das war für uns auch sehr wichtig, weil wir dann auch diverse Attribution machen können. Das heißt, wir können eine Seite und damit auch einen Schadensfall potenziell einer Gruppe zuordnen, was dann auch in Folge sehr, sehr wertvoll war als Beweismaterial für die Strafverfolgungsbehörden, welchen Schadensfall, den wir möglicherweise hatten, konnten wir dann welcher Gruppe zuordnen. Und das hat uns auch relativ viel, wie soll ich sagen, Threat Intelligence gegeben. Das heißt, wir konnten, wenn eine neue Seite reinkommt, relativ schnell dann einschätzen, okay, wie wird der Ablauf sein, welche Informationen werden wir haben. Und dadurch war das Ganze für uns natürlich essentiell auf dem Informationsgehalt. Einiges war nicht zuweisbar initial. Wir haben das aber trotzdem getrackt, weil wir dann auch gemerkt haben, mit der Zeit plötzlich ergibt sich eine Verbindung und dann ist wieder klar, diese neue Art von Phishing-Seiten wird von dieser oder jener Gruppe dann entsprechend wieder durchgeführt. Jetzt vielleicht kurz die Frage über die Phishing-Community selber. Wer steckt dahinter? Ich bin dann relativ schnell in ein sogenanntes Rabbit Hole gefallen und habe mich dann mal in die Community selbst ein bisschen eingeklinkt. Da gibt es weit über 50 sehr aktive Telegram-Kanäle. Telegram ist quasi so das Hauptkommunikationswerkzeug von Phishern, wie ich so gemerkt habe. Und in diesen ganzen Telegram-Gruppen gibt es regen und sehr aktiven Austausch zu neuen Opfern. Man kann sich Trainings und Seminare buchen, wie man Phishing-Seiten betreibt, wie man es ausschickt, wie man es effektiv macht, wie man sich vor Takedowns schützt etc. Es gibt auch einen starken, regen Handel mit Hosting-Möglichkeiten, Zugriff auf kompromittierte Webserver oder sogenannte Web-Shells, also quasi illegale Zugriffe auf diverse Webserver. Man kann andere Dienste kaufen wie SMS-Services. Man kann gefischte Konten selber kaufen. Also es gibt auch Leute, die verkaufen ein kompromittiertes Bankkonto aus den USA. Pro 10.000 Dollar Einlage kostet ungefähr 50 Euro. Und man kriegt auch eine Reihe von Phishing-Kits. Was sie auf den Seiten sehr oft auch machen, sind sogenannte Free Airdrops. Das heißt, es werden immer wieder mal kompromittierte Konten kostenlos verteilt, für wen auch immer das möchte, um die Kunden bei Laune zu halten. Jetzt ist nur die Frage, warum sollte man einem Scammer, einem Fischer vertrauen und dem Geld überweisen, damit man irgendwelche Services von ihm kriegt? Dafür haben sie sich auch was überlegt. Es gibt diverse Treuhänder-Services, damit der eine den anderen nicht betrügt. Und wenn man mitkriegt, dass einer seine Rechnung nicht zahlt oder die Lieferung nicht gepasst hat, werden die Betrüger dann auch relativ schnell aus diesen Kanälen rausgeworfen. Phishing Kits, das ist quasi die Software, die die Fischer wirklich nutzen, um die Phishing-Angriffe zu machen. Da haben wir beide Varianten gesehen. Einmal Software von der Stange, das heißt, da werden nur Logos, Webs, Inhalte leicht ausgetauscht. Der Rest ist aber ein Standard-Kit. Gibt aber auch sehr viel, die customized sind für ein ganz spezielles Opfer. Wenn man jetzt beispielsweise als Bank in Europa Zwei-Faktor-Authentifizierung hat, muss man das natürlich in dem Phishing-Kit mit berücksichtigen, dass man den Kunden unter Umständen andere Informationen anzeigen will, interaktiv sehr viel machen will. Entsprechend kann man hier nicht das als Standard-Phishing-Kit nutzen. Das Phishing-Kit selber ist dann auch die Software, die die Ergebnisse, also Zugangsdaten, weiter überträgt an die Fischer. Das passiert in der Regel fast immer über Telegram. Ganz, ganz selten wird das Ganze auch per E-Mail an den Urheber, an den Fischer verschickt und in vielen Fällen werden die Ergebnisse auch lokal in irgendwelchen Textdateien abgelegt. Die Phishing-Kits liefern auch Maßnahmen für Anti-Bot-Detection, um eben die Erkennung der Phishing-Seite zu erschweren. Es gibt ganz viel Geo-IP-Blocking. Wenn ich beispielsweise eine österreichische Bank als Ziel habe, dann sperre ich alles außerhalb von Österreich und vielleicht den Nachbarländern aus, um eben weniger schnell erkannt zu werden. Es werden auch diverse Captures, Blocklisten und so weiter gepackt. Und der Vorteil von den Phishing-Kits ist, dass die OPSEC, also die Operational Security von den Fischern, in der Regel sehr schlecht ist. Das heißt, hin und wieder vergessen sie mal so ein Phishing-Kit und das liefert einem dann natürlich sehr viel und sehr wertvolle Informationen. Man kann sich beispielsweise die Schwachstellen von den Phishing-Kits anschauen, die übrigens zu, wie ich jetzt sagen muss, ungefähr 100% aus PHP-Seiten bestehen. Das heißt, PHP ist die Sprache der Wahl für Phishing-Kits. Und in diesen Phishing-Kits gibt es dann ganz viel wertvolle Informationen. IP-Adressen, Ergebnisdateien, Social-Media-Informationen, E-Mail-Adressen und die Telegram-Kanäle, Telefonnummern, also alles, was auch die Fischer selber nutzen, um die Informationen dann zu kriegen, ist natürlich da drin dann als Konfiguration oder teilweise auch hardcodiert abgelegt und kann man dann auch gegen sie nutzen.
Zu guter Letzt, Telegram ist quasi das Standard-Kommunikationsmedium, das erlaubt, durch diese Realtime-Kommunikation auch ein manuelles Eingreifen in diese Zwei-Faktor-Authentifizierungen. Telegram per se ist nicht anonym, aber es ist quasi anonym, weil der Betreiber Telegram keine Informationen teilt. Und der Grund, warum Telegram in Phishing-Kits und bei den Phishern ganz stark verwendet wird, ist auch, dass man mit Telegram sehr einfach Automatisierungen machen kann. Das heißt, man kann sogenannte Bots machen. Die Bot-Konfiguration ist Teil vom Phishing-Kit. Und über diese Bots kann man dann aus einer Webseite sich echt auf sein Handy eine Push-Nachricht schicken lassen und kann das Ganze etwas automatisieren. Der Vorteil ist, die Bot-Konfiguration ist auch Teil von den Phishing-Kits und die erlaubt uns dann auch Zugriff auf die Kommunikation der Fischer. Aber dazu kommen wir jetzt gleich noch. Jetzt haben wir einiges gelernt über wie Fischer arbeiten, was sie nutzen etc. Und die ganzen Informationen, die wir dann gesammelt haben, haben wir dann auch genutzt, um zum Gegenschlag auszuholen und zu sagen, okay, können wir jetzt proaktiv was gegen Phishing-Seiten tun, rausfinden, wer das Ganze ist. Jetzt haben wir hier zum Beispiel ein Beispiel, das relativ gut zeigt, dass Geschwindigkeit hier sehr wichtig war. Wir hatten im Juni dann beispielsweise mal eine Welle von circa 30 Seiten, immer noch selben Schema. Es war auch augenscheinlich, dass immer dasselbe Software-Stack da war, aber wir wussten jetzt natürlich nicht, wie können wir da jetzt dafür sorgen, dass die Kunden nicht reinfallen. Es war auch eine sehr effektive Welle, weil die teilweise per SMS verteilt worden ist. Und entsprechend gab es dann mal eine Phishing-Seite gegen Mittag, wo wir eine Echtzeit-Benachrichtigung über unsere Zertifikatstransparenzlogs reinbekommen haben. Oh, hier gibt es eine neue Phishing-Seite. Wir waren dann sehr schnell und haben gesehen, die Seite ist noch nicht fertig aufgesetzt, sondern da liegt eine ZIP-Datei. Eine ZIP-Datei mit dem Phishing-Kit, die der Fischer offensichtlich vergessen hat. 2 Minuten später war das Ganze dann weg, aber wir waren schnell und konnten uns diese ZIP-Datei besorgen. In Folge hat man sich den Quellcode angeschaut, was drin ist, PHP-Seiten und so weiter und hat dann relativ schnell, haben wir dann gemerkt, da gibt es eine Schwachstelle, die können wir nutzen, um uns selber Administratorenbenutzer zu machen für die Phishing-Seite. Und schwuppsdiwupps waren wir dann auch drin und konnten dann relativ schnell sehen, welche Kunden ihre Zugangsdaten eingegeben haben, die gerade gefischt worden sind und das war dann für uns eine Möglichkeit, quasi in Echtzeit zu erkennen, wenn irgendwelche Kunden doch Opfer von den Fischern geworden sind und konnten dann gleich Gegenmaßnahmen einleiten, bevor beispielsweise Geld gestohlen wird. Wir hatten dann auf 30, 40 Seiten im Endeffekt dann beinahe Zugriff, konnten sehen, welche Kundendaten eingegeben haben und die Fischer haben dann irgendwann gemerkt, gut, sie kommen so nicht ins Ziel und haben dann in Folge auch wieder ihre Taktik geändert. Dann hatten wir den Fall von einer anderen Gruppe, die ungefähr 80 Seiten gemacht hat. Die ersten Seiten gab es relativ früh im Juni. Und auch hier haben wir dann irgendwann mal gesehen, okay, da hat ein Fischer sein Phishing-Kit irgendwo liegen gelassen. Phishing-Kit ist nur ein Stück Software mit Quellcode. Entsprechend haben wir gesagt, okay, schauen wir mal, ob wir diese Seite vielleicht irgendwo auf Code-Repositories finden, die jeweiligen Files und so weiter. Wir haben auch ein entsprechendes Monitoring für GitHub. Eigentlich eher, um zu verhindern, dass wir eigene Code-Teile verlieren. Hier haben wir dann aber gemerkt, okay, die Phishing-Seite und der Code der Phishing-Seite wurde offensichtlich von irgendwem auf GitHub platziert. Kurze Zeit später wurde das Ganze wieder privat gestellt. Das heißt, wir hatten dann keinen Zugriff drauf mehr. Aber wir wussten, wer steckt dahinter. Das heißt, wir hatten ein GitHub-Profil, wir hatten einen Namen, wir hatten eine E-Mail-Adresse, wir hatten diverse weitere Infos, über Mac-User beispielsweise. Und mit den Infos konnten wir dann relativ schnell auch die Identität ausfindig machen. Ein IT-Angestellter aus Kolumbien. Eine Zeit später war das GitHub-Profil dann aus Versehen wieder öffentlich und wir konnten uns dann den kompletten Quellcode des Phishing-Kits nochmal holen, inklusive der ganzen Entstehungsgeschichte mit den ersten Testversionen, wie das Ganze vorbereitet worden ist. Wir hatten dann auch diverse Telegram-Bot-IDs, über die wir dann auch Kommunikation abfangen konnten und wir hatten natürlich auch als Nachweisbeleg die komplette Entstehungsgeschichte der Entwicklung des Phishing-Kits von dieser einen Person. Wenn wir jetzt quasi so Telegram-Bot-IDs und Konfigurationen haben, kann man das in der Regel ja auch nutzen, um vielleicht mitzuschauen und mitzuhören, was die Telegram-Fischer untereinander sprechen. Und das war auch dann die Möglichkeit, wie wir erstmal mitgekriegt haben, das ist mehr als eine Person, das ist eine ganze Reihe von Personen pro Gruppe. In der Regel haben wir es erstmal genutzt, um einfach
in Echtzeit abzufangen, welche Kunden kompromittiert wurden, damit wir möglichst gleich Gegenmaßnahmen treffen können. Wir haben dann aber schnell gemerkt, dass Telegram nicht nur die Opfer liefert, sondern dass das auch die Kommunikation der Fischer untereinander ist. Das heißt, wir hatten die Echtzeitmeldungen und ihre komplette Kommunikation. Es wurde auch schon darüber diskutiert, hey, ich habe jetzt hier bald eine neue Phishing-Seite, da ist eine Testversion, liebe Phishing-Kollegen, prüft das mal. Die hatten wir dann natürlich auch gleich und konnten entsprechend Maßnahmen treffen, bevor die Seiten überhaupt an Endkunden gegangen sind. Und man hat natürlich auch relativ viel Smalltalk der Fischer mitgekriegt, inklusive einer ganzen Reihe von lustigen Videos, Memes, Sprachnachrichten, ihre ganzen Chats. Wir haben dann mit Hilfe von ein paar Kollegen auch festgestellt, das ist so sogenanntes Franco-Arabisch. Ich kann es nicht mitlesen, aber wir wussten dann ungefähr aufgrund der Infos von unseren Kollegen, über was da geredet wird. Und in der Regel sind es nur banale Dinge, Pizza bestellen und so weiter. Aber sie haben sich dann auch Fotos geschickt von neuen Sofas, die sie sich gekauft haben. Es wurden Fotos von Partys und Hochzeiten ausgetauscht. Also man hatte dann relativ gute Insight in, was sie den ganzen Tag tun, welche neuen Sachen machen und so weiter. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man das Ganze vielleicht doch skalieren? Und wir haben da ein paar Annahmen getroffen. Also die erste Annahme war mal, dass Fischer auf globalem Level ungefähr gleich agieren wie die, die uns als Bank 99 im Fokus hatten. Und dass die Erkennung von Phishing-Seiten, wie wir sie haben, dass die vielleicht auch für andere funktioniert. Und weil das Ganze natürlich sonst sehr zeitaufwendig werden würde, war auch die Maßnahme, lässt sich das Ganze vielleicht automatisieren. Man sieht hier rechts so ein bisschen so diesen Plan, den wir uns ausgedacht haben, wie kann man das Ganze automatisieren, verfeinern, verbessern und so weiter. Und um diese Hypothese zu testen, haben wir auch gesagt, die würden wir gerne validieren. Und als Benchmark für die Validierung diente uns Netcraft. Netcraft ist ein großer Provider für Threat Intelligence, die sammeln Phishing-Seiten, die liefern selber Phishing-Feeds. Und Netcraft hat ein super tolles Programm. Man kann ihnen Phishing-Seiten melden. Sie überprüfen, dann ist es wirklich eine. Und wenn es eine ist und man weltweit der Erste ist, der diese Seite liefert, gibt es einen sogenannten Credit. Da gibt es dann auch diverse Preise. Bei 100 Credits kriegt man einen kostenlosen USB-Stick. Bei 250 Credits, also 250 Phishing-Seiten, bei denen man weltweit der Erste ist, kriegt man dann eine Tasse. Und da haben wir gedacht, super, gratis Tasse, wer will das nicht? Es gibt dann auch weitere Preise wie T-Shirts, Rucksäcke bis hin zu einem iPad. Aber da sind wir dann schon in sehr großen Ecken. Entsprechend haben wir uns das Ganze dann angeschaut, skaliert und siehe da, offensichtlich ist es so, dass die Fischer weltweit gleich agieren. Und man sieht jetzt hier nur so ein paar Screenshots von Beispielen, die ich dann relativ schnell gesammelt habe. Offensichtlich ist es relativ einfach, über diese Art und Weise Phishing-Seiten zu erkennen, identifizieren. Wir haben uns dann ein bisschen angeschaut, arbeiten sie wirklich alle gleich? Das heißt, die OPSEC ist bei allen Fischern, nicht nur bei unseren, sehr schwach ausgeprägt. Das heißt, alle vergessen Phishing-Kits hin und wieder auf den Seiten. Ich habe dann eine automatisierte Sammlung von diesen Phishing-Kits umgesetzt und seit August sind es ungefähr ein bisschen mehr als 1000 Unique-Kits gewesen von unterschiedlichsten Zielen. Was ich jetzt schon sagen kann, ungefähr 60% aller Phishing-Seiten, die ich so identifiziert habe, waren US-Banken. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass es in der USA keine Verpflichtung für Mehrfaktor-Authentifizierung gibt. Dann ist ein relativ großer Block die Klassiker Amazon, Netflix, Microsoft, Facebook, die man eh schon kriegt. Und der restliche Teil sind dann EU-Banken, Postpaketdienste, DHL und so weiter, also die Punkte, die in Europa jetzt eher im Fokus sind. Wenn man sich diese ganzen Phishing-Kits anschaut und analysiert, merkt man dann, dass sehr viel Code reused wird. Das heißt, die Fischer klauen sich gegenseitig Codestücke, was bei PHP relativ leicht ist, und verwenden das in ihren eigenen Phishing-Kits. Es gibt sehr oft Admin-Panels mit Standardzugangsdaten. Die kann man nutzen, um sich quasi auch als Nicht-Fischer Zugang zu diesen Phishing-Seiten zu verschaffen, damit man auch sieht, gut, wer wurde denn Opfer und kann dann vielleicht mit diesen Informationen dann auch an den eigentlichen Betreiber, beispielsweise die US-Bank, heranrücken und sagen, hey, wir haben hier eine Liste von Kunden von eurer Bank, die Opfer eines Phishing-Angriffs wurden, bitte trefft entsprechende Gegenmaßnahmen. Und weil die Fischer oft auch die Ergebnisse in Klartextdateien liefern, liefert einem das dann oft auch noch Informationen über, wer ist denn eigentlich der Urheber,
wenn man beispielsweise jetzt hier sieht, das erste Phishing-Opfer war eine IP aus Nigeria. Auch Fischer betreiben Change Management, das heißt, sie testen ihre Software, bevor sie sie produktiv nutzen. Entsprechend kann man hier in den meisten Fällen auch davon ausgehen, dass die ersten paar Phishing-Opfer in den Logs in der Regel die Fischer selber sind, die das Ganze ausprobieren, was einem natürlich gute Informationen über die Urheber liefert. Die Phishing-Kits haben auch global diese Abwehrmechanismen drin. Es gibt von den Fischern eigene Services, die sie betreiben, IP-Reputationsdienste, das heißt, es wird erkannt, ob irgendwo eine VPN-Verbindung genutzt wird oder was ist wirklich ein Heimanschluss. Dienste wie Cloud-Services werden sowieso komplett ausgesperrt, einfach um die Erkennung durch Bots und Standardmaßnahmen zu verhindern. Sie nutzen in letzter Zeit auch ganz stark Services wie Cloudflare und so weiter, die einfach Bot-Prevention machen. Und um ein bisschen zu verwirren und auch quasi die automatisierte Erkennung zu vermeiden, werden noch ganz viel Fake-Fehlermeldungen genutzt. Man sieht hier beispielsweise, wenn man auf die Seite geht, kommt erstmal eine HTTP-500-Meldung, dann hängt man hinten noch ein Login dran und schwupps ist man drin. Es gibt auch viele gefälschte Informationen über diese Seite ist noch im Aufbau oder dieser Account ist suspended, auf die man weitergeleitet wird, wenn man auf die Seite erstmal kommt. Das sind in den meisten Fällen aber gefälschte Informationen und mit der richtigen URL dahinter steht dann eigentlich die Phishing-Seite dran. Wir haben dann noch versucht, das Ganze ein bisschen zu automatisieren. Das läuft im Moment auf einer Kiste zu Hause unterm Schreibtisch. Das heißt, die ganzen Zertifikatstransparenzlogs werden in Echtzeit genommen. Es gibt diverse Checks, Überprüfungen. Dann gibt es einen kleinen Custom-Bot, der auf diese Seiten geht, diverse Phishing-Indikatoren sich rausholt und evaluiert, haben wir hier eine Phishing-Seite oder nicht. Wenn gesagt wird, ja, das ist eine Phishing-Seite, dann werden entsprechende Tags versehen, es wird automatisiert ein Screenshot gemacht und in Folge wird das Ganze dann weitergegeben an Netcraft, die das dann auch in diverse Blocklisten packen, beziehungsweise wird auch selbst in Blocklisten gepackt, einfach um diese Information auch weiterzugeben und die möglichen Opfer hier zu schützen. Und der Proof of Concept hat sich dann auch sehr, ich sage jetzt mal, erfolgreich erwiesen. Seit August waren es über 15.000 Phishing-Seiten. Das heißt, im Schnitt hatten wir so 85 Phishing-Seiten pro Tag, manchmal mehr, manchmal weniger. Man sieht hier rechts so ein bisschen den Ablauf, das war. Es gibt auch einige Tage, wo gar nichts da war. Heißt nicht, dass es an diesen Seiten keine Phishing-Seiten gab, aber da der Rechner bei mir im Arbeitszimmer steht und die Schwiegermutter auf Besuch war, musste ich den dann vereinzelt mal abdrehen. Wie man auch sieht, über 7.500 Seiten wurden gecredited. Das heißt, Netcraft hat gesagt, weltweit war ich hier der Erste, der die Seite geliefert hat. Entsprechend die Tasse ist mittlerweile in aktiver Benutzung und auch die anderen Preise sind mittlerweile angekommen. Was für uns eine der interessantesten Informationen allerdings war, ist, dass Netcraft ungefähr 17% von allen Seiten und jede einzelne davon wurde manuell nochmal überprüft. Ja, es ist eine Phishing-Seite, die Nachweise, Screenshots und so liegen vor. 17% wurden von Netcraft als keine Bedrohung identifiziert. Das heißt, diese Anti-Bot- und Anti-Erkennungsmaßnahmen, die die Fischer umsetzen, funktionieren in der Regel auch relativ gut. Ja, ein paar letzte Gedanken. Also Speed is King. Wir haben relativ schnell gemerkt, Geschwindigkeit macht den Unterschied. Gerade wenn Endkunden gefischt werden, muss man sehr schnell agieren, wenn man sich da mehrere Tage Zeit lässt. Und wir haben auch am Anfang intern bei uns in den Prozessen das durchaus mal schleifen lassen. Da kann das sehr schnell dann zu Schäden führen. Entsprechend muss man hier schnell reagieren, auch weil die Lebensdauer von einzelnen Seiten manchmal unter 24 Stunden ist. Sobald eine Seite in einer Blockliste ist, wechseln Sie sie und eine neue wird rausgeschickt. Dann wechseln die Fischer sehr schnell ihre Taktik. Das heißt, wenn sie merken, irgendwas funktioniert nicht oder nicht mehr effektiv, dann wird was anderes ausprobiert. Das heißt, eine Maßnahme, die effektiv ist gegen eine Phishing-Welle, muss nicht zwangsläufig nachhaltig funktionieren. Ein letzter Gedanke ist auch, das ist eine sehr asymmetrische Kriegsführung. Das heißt, Phishing ist relativ leicht umzusetzen. Und wenn ein Fischer jetzt technisch versiert ist, ist es auch sehr leicht, das in der Masse umzusetzen. Wenn Fischer technisch mal wirklich aufrüsten, sie automatisieren, das nutzen Standardtechniken, wie es in der Entwicklung mit DevOps genutzt wird, diverse Deception-Taktiken und so weiter. Wenn man das richtig macht, sind Fischer in der Regel beinahe unstoppable. Also da wird es sehr schwer für Bekämpfung, wenn das richtig und technisch versiert umgesetzt werden würde, was Gott sei Dank noch nicht so der Fall ist bei den Phishing-Seiten, die wir jetzt im Fokus haben.
Und zu guter Letzt, Fischer jagen kann die eigene Familie schützen. Ich habe vieles am Anfang von zu Hause aus gemacht und die IP-Adresse, die ich zu Hause habe, eine statische, die war relativ schnell dann in den globalen Blocklisten der Fischer drin. Das heißt, meine Familie ist mittlerweile vor Phishing geschützt, weil Phishing-Seiten mir nichts mehr anzeigen. VPNs zu nutzen ist ebenfalls ein Schutz gegen Phishing, was mich gewundert hat, weil die meisten VPN-Adressen, also die Klassiker Proton-VPN, Nord-VPN und so weiter, die werden alle von den Phishing-Seiten in der Regel blockiert, weil sie davon ausgehen, dass das irgendwelche Bots sind, die die Phishing-Seiten erkennen. Das heißt, für mich war dann auch einfach ein 3G-Modem, 4G-Modem als Alternative, um die Operation weiterzuführen, das Mittel der Wahl. So, dann gebe ich jetzt zurück an Daniel. Ja, vielen Dank, Joachim, für diesen spannenden Einblick. Habe wieder für mich auch sehr viel mitgenommen. Es gibt auch in der Tat schon einige Fragen, aber ich würde vorschlagen, dass wir uns die Fragen am Ende sozusagen für das Ende aufbewahren, wo wir auch eine Q&A-Runde noch geplant haben. Ja, wenn man sich den Verizon Data Breach Investigations Report und andere Quellen ansieht, dann spielt der Faktor Mensch, und Joachim, du hast es auch genannt, ja eine entscheidende Rolle im Kontext von Cyberangriffen. Und wenn wir über den Faktor Mensch sprechen, dann reden wir natürlich auch über Zugangsdaten, also Passwörter. Und Passwörter ist ja ein Thema, was wahrscheinlich jeden von uns schon einmal ganz massiv geärgert hat. Und große Anbieter wie Google, Microsoft, Apple arbeiten ja bereits intensiv an der Ablöse von Passwörtern. Und Passkeys, also die neue Technologie, werden ja Passwörter schrittweise auch ersetzen. Und das ist auch gut so. Also Passwörter führen einfach am Ende des Tages regelmäßig zu Frust und sind, wie schon angeschnitten, ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Die schlechte Nachricht ist, dass uns Passwörter aber noch einige Jahre erhalten bleiben werden. Und da kommen natürlich Passwortmanager ins Spiel und die Passwörter verwalten, aber eben nicht nur Passwörter, sondern auch die neueren Passkeys, die hier entsprechend plattformunabhängig unterstützt werden. Die Funktionsweise von einem Passwortmanager, glaube ich, brauche ich in diesem Auditorium nicht im Detail ausführen und lange erklären. Webseite wird angesurft, der Passwortmanager erkennt die Webseite und füllt automatisch die Login-Daten aus. Idealerweise ist natürlich bei den Login-Daten ein starkes Passwort mit dabei, das eindeutig ist, komplex und vor allem natürlich auch lange. Und Joachim, vielleicht eine Frage auch an dich. Im Zuge der Vorbereitung haben wir ja darüber gesprochen, dass dir ein Passwortmanager ja auch schon einmal geholfen hat, einen Phishing-Angriff zu erkennen. Ja, also auch nur weil man täglich damit zu tun hat, heißt das nicht, dass man gefeit ist vor Phishing. Ich hatte da auch so einen Fall mit Disney Plus. Die Kinder wollen es, die Kreditkarte. Wusste ich, dass abgelaufen ist, und just in dem Moment kommt natürlich auch entsprechende Phishing-Mail rein. Disney Plus, Kreditkarte abgelaufen, abgelenkt und durch die Kinder vielleicht auch ein bisschen gestresst, klickt man drauf. Dadurch, dass ich das Passwort nicht weiß, bin ich dann zu meinem Passwortmanager gegangen und gesagt, der schlägt es nicht vor. Und erst dann ist mir gekommen, okay, offensichtlich Phishing, also da wäre ich voll reingefallen. Das heißt, kann jedem passieren. Vielen Dank. Also immer wenn ein Passwortmanager quasi nicht anschlägt auf der entsprechenden Webseite, ist natürlich hier Vorsicht geboten. Ja, schwache oder gestohlene Passwörter sind ja für rund 80% der Sicherheitsvorfälle verantwortlich. Und was mich aber in den Gesprächen immer wieder verwundert, ist, dass die meisten IT-Manager bzw. Sicherheitsverantwortlichen so keine wirkliche Kontrolle darüber haben, wie das Passwortverhalten der Mitarbeitenden auch tatsächlich aussieht. Und da fällt mir immer dieses Zitat von Peter Drucker ein: Was man nicht messen kann, kann man nicht lenken oder kann man auch nicht steuern. Und da bieten Passwortmanagement-Lösungen ja nicht nur die Möglichkeit, jetzt Passwörter sicher zu speichern und automatisch auszufüllen, sondern ein guter Passwortmanager analysiert ja auch die Qualität der Passwörter. Das ist jetzt ein Screenshot aus meinem LastPass-Account, also richtige Daten sozusagen, wo man sieht, das Score ist mit 91% recht hoch. Wird aber nie 100% erreichen, weil ich habe auch natürlich unsichere Passwörter. Ein Netflix-Passwort ist vielleicht dann nicht so schützenswert und entsprechend kürzer. Man hat auch bei manchen Services noch eine numerische PIN mit 4 Stellen. Ich glaube, da braucht man nicht reden, wie schnell sowas gehackt werden kann.
Und dieser Score, den ich jetzt hier sehe entsprechend, der beruht eben darauf, dass alle meine Passwörter in meinem sicheren Tresor analysiert werden. Und auf der einen Seite sehe ich das als Anwender. Andererseits ist es aber auch so, dass IT-Sicherheitsverantwortliche genau das auch sehen, aggregiert auf das gesamte Unternehmen. Und wenn wir in Projekte einsteigen, dann sehen wir eigentlich sehr oft, dass in den meisten Fällen, also wenn eine Organisation beginnt mit einem Passwortmanager, also das Score deutlich unter 50% liegt, also nicht besonders hoch ist und dementsprechend hier noch einiges zu tun ist. Aber der Passwortmanager informiert regelmäßig die Benutzer eben auf mehrfach verwendete Passwörter, auf schwache Passwörter und sorgt dafür, dass entsprechend hier ein Prozess in Gang gesetzt wird, damit Personen, die mit Passwörtern zu tun haben, das sind ja alle von uns, regelmäßig auch entsprechend darauf hingewiesen werden, was sie tun müssen, um ihren Sicherheitsscore zu verbessern. Ganz wichtig ist auch ein automatischer Schutz mit Warnungen vor gestohlenen Informationen. Da kann man die E-Mail-Adresse hinterlegen und entsprechend automatisch im Hintergrund wird geprüft, ob die E-Mail-Adresse möglicherweise bei einem Breach auftaucht und der User wird gewarnt, wenn Services, die ihn betreffen, die er selber nutzt, kompromittiert worden sind, um hier auch entsprechend zeitnah sein Passwort zu ändern. Jetzt haben wir über Passwörter gesprochen, über das sichere Verspeichern von Passwörtern. Ein Passwortmanager geht hier noch einen Schritt weiter. Es geht aber auch darum, einen sicheren Ort zu haben, wo ich Kreditkarteninformationen, Software-Lizenzkeys, Zertifikate und so weiter hinterlegen kann. Es geht in der Regel auch darum, dass man individuelle Eintragstypen kreieren kann, um zum Beispiel auch die Zugangsdaten zu einem IP-Telefon abzulegen, was auch immer. Also Sie haben hier mehrere Möglichkeiten, entsprechend einen sicheren Platz zu schaffen, um schützenswerte Informationen eben Passwörtern zu speichern. Für den Anwender ist ein Passwortmanager in der Regel eine ganz klare Erleichterung. Jetzt geht es aber auch darum, die Kontrolle durch die IT zu haben, das heißt, was oder wie der Passwortmanager eingesetzt wird. In LastPass beispielsweise gibt es mehr als 100 Policies. Da geht es darum, um eine individuelle Konfiguration herzustellen, um LastPass an Ihre Organisation entsprechend ganz genau anzupassen und so einzustellen, dass zum Beispiel ein Multifaktor nicht gleich vielleicht beim ersten Login schon gefragt wird, sondern erst nach einer gewissen Eingewöhnungszeit der Anwender mit dem Passwortmanager, also beispielsweise nach 1 oder 2 Monaten, dass hier erst eine Multifaktor-Authentifizierung abgefragt wird. Wenn Sie den Passwortmanager nicht ans Active Directory integrieren, können Sie natürlich auch die Stärke des Master Passworts festlegen, was eine ganz wichtige Einstellung ist, dass eben Anwender keine schwachen Master Passwörter verwenden. Must have, schon angeschnitten, auch wenn wir heute gesehen haben, dass auch ein weiterer Faktor entsprechend umgangen werden kann, sind Multifaktor-Authentifizierungsapplikationen natürlich absolut empfehlenswert. Wenn man Single Sign-On noch nicht nutzt, auch hier natürlich die Möglichkeit, über den Passwortmanager Applikationen direkt anzubinden. Sehr oft ist es so, dass heute Berufliches und Privates sehr oft verschwinden. Dementsprechend ist es auch unsere Empfehlung immer, dass der Passwortmanager sowohl einerseits einen beruflichen Tresor zur Verfügung stellt, andererseits auch einen privaten Tresor zur Verfügung stellt, der es auch ermöglicht, meine privaten Kontoinformationen zu schützen. Bei LastPass ist es so, dass auch eine Families-Lizenz mit dabei ist, dass der Business-Anwender eine private Lizenz bekommt und zusätzlich eine Lizenz oder zusätzliche Lizenzen bekommt für die Familie im Ausmaß von 5 weiteren Lizenzen. Wir sehen auch in der Psychologie der Passwörter, dass im privaten Umfeld meist stärkere Passwörter verwendet werden als im beruflichen Kontext. Dementsprechend ist es wichtig, auch hier beide Welten auch entsprechend zusammenzuführen. Ja, das Thema Passwortmanagement beschäftigt mich mittlerweile seit vielen Jahren und die häufigsten Mythen haben wir auch in einem kleinen Booklet zusammengefasst, welches Sie auch gerne entsprechend bei uns anfordern können, entweder auf der Webseite passwortsicherheit.eu oder Sie schreiben mir eine E-Mail. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir über LinkedIn auch uns vernetzen, im Gespräch bleiben. Aber ich wollte das jetzt nicht zu lange machen, diesen Teil, weil wir
doch, Claudia, glaube ich, einige Fragen haben, die wir aus dem Publikum noch beantworten können. Absolut. Dankeschön, Daniel. Ja, wir haben eine ganze Reihe an Fragen bekommen. Ich glaube, auch die werden wir gar nicht mehr schaffen in den letzten Minuten. Aber ich würde mal eine der Fragen stellen, ich glaube an den Joachim. Was soll man tun, wenn man ein Phishing-Mail oder eine Phishing-SMS erhält? Ja, erstmal natürlich nicht die Zugangsdaten eingeben. Aus meiner Sicht wäre es natürlich sehr gut, wenn man quasi an das vermeintliche Opferunternehmen die Information weitergibt, damit die entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten können. Also wir haben sehr oft, waren wir einfach froh, dass Endkunden oder irgendwelche vermeintlichen Opfer uns die Infos weiterschicken, dann können wir entsprechende Maßnahmen tun. Entsprechend würde ich auch quasi jedem Unternehmen, das glaubt, dass es unter Umständen gefischt wird oder deren Kunden gefischt wird, dass er auch entsprechende Kontaktstellen einfach bereitstellt und kommuniziert, dass die Kunden auch wissen, wohin sie das schicken können. Gut. Guter Punkt. An dich, Daniel, glaube ich, die nächste Frage passt da ganz gut. Und empfiehlst du einen Passwortmanager aus der Cloud oder lieber on-premise? Das ist eine gute Frage. Also in den allermeisten Fällen haben wir eigentlich die Erfahrung gemacht, dass wenn sich Unternehmen intensiver mit der Thematik beschäftigen und wenn alle Aspekte zusammengefasst werden, eine Cloud-Lösung bevorzugt wird. Und der Aufwand mit einer Cloud-Lösung jetzt verglichen, den Aufwand, den ich bei einer On-Prem-Lösung habe, das Sicherheitsniveau zu erreichen und eine sehr hohe Sicherheit herzustellen, die ist bei On-Prem-Lösungen unvergleichbar höher, als wenn ich eine Cloud-Lösung einsetze. Und darum sehen wir eigentlich, dass der Markt stärker Richtung Cloud-Lösungen tendiert. Perfekt. Nächste Frage, glaube ich, auch wieder ganz gut für den Joachim. Wie wird sich Phishing in den kommenden Jahren entwickeln und sind Technologien absehbar, wo Phishing-E-Mails noch besser herausgefiltert werden können? Also wie man vorher schon quasi in diesem Report von Daniel gesehen hat, weniger wird es nicht. Das sind auch so die Ergebnisse, die ich jetzt quasi in der privaten Jagd sehe. Also was wir ganz stark sehen, ist SMS ist mehr geworden, einfach weil es effektiv ist. E-Mails sind mittlerweile, funktionieren Spam- und Phishing-Filter bei gerade großen E-Mail-Diensten sehr gut. Aber auch da gibt es einfach Möglichkeiten, wie das zugestellt werden kann. Und insofern, glaube ich, wird es gerade auch in Richtung vielleicht Social Media und so weiter, wird es etwas steigen, wird es mehr werden. Die klassischen Instant-Messenger wie WhatsApp, Signal und so weiter haben wir jetzt auch schon gesehen. Das heißt, weniger wird es nicht. Sobald es was zu holen gibt, werden die Fischer auch entsprechende Wege finden, an ihre Opfer zu kommen. Ja, Daniel, da ist die nächste Frage, glaube ich, ganz passend. Und wie sicher sind dann die Passwortmanager? Also sehr sicher, aber ganz wichtig, wenn ein starkes Masterpasswort verwendet wird oder der Passwortmanager ans Active Directory angebunden wird, also Active Directory Integration ist ungefähr äquivalent mit einem 32-stelligen Passwort. Und ich habe das Thema natürlich auch aufgegriffen im Booklet, da darf ich jetzt in Eigenwerbung sagen, also da würde ich gerne das Booklet zuschicken, da steht die Antwort dann entsprechend sehr ausführlich drinnen, aber die Antwort ist sehr sicher. Genau, das Booklet schicken wir auch natürlich mit, also für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die können Sie sich dann über den Link anfragen. Und welche Verantwortung haben Domainregistrator und ISPs? Was wäre da wünschenswert? Joachim, glaube ich, ganz gut. Also oft sind das die einzigen, die einem wirklich helfen können, eine Seite rauszunehmen. Gott sei Dank gibt es da intern in den ganzen ISPs, Peering Groups und so weiter einen gewissen Druck. Das heißt, es ist durchaus auch schon vorgekommen, dass der ein oder andere Provider den Netzwerkzugang verloren hat, wenn er zu lange zugeschaut hat. Nichtsdestotrotz, es gibt diverse sogenannte Bulletproof-Hoster, die sitzen dann halt irgendwo im Ausland, offshore, was auch immer. Und da ist es einfach ganz schwer, was dagegen zu tun. Aber wenn natürlich die ISPs und so weiter hier proaktiv schon was machen, und wir haben jetzt durchaus auch gesehen, auch in Österreich diverse ISPs, die blockieren dann schon auf DNS-Level, das kann durchaus helfen, bei Endkunden auch schon einen Schutz zu liefern, ohne großen Impact aufs tägliche Surfverhalten und so weiter zu haben. Okay, und welcher Kanal wird künftig noch stärker? E-Mail, Social Media, SMS? Ich würde sagen, SMS und E-Mail, Social Media ist zwar sehr zielgerichtet möglich, aber da haben die jeweiligen Social-Media-Plattformbetreiber einfach sehr gute Möglichkeiten, das zu erkennen und zu filtern. Aber ich glaube, E-Mail ist so vielfältig und so verteilt und da wird es definitiv weiterhin Varianten geben, wie es rausgeht. Und wie gesagt, SMS, die Nachrichten selber werden günstiger und es ist effektiv, also da wird es gefühlt sicher steigen.
Ja. Gut, wir haben, also es kommen immer weitere Fragen rein. Ich glaube, die Zeit läuft uns davon. Ich würde es an dieser Stelle, glaube ich, jetzt mal so weit beenden. Und Daniel, ihr nehmt dann, glaube ich, Kontakt auf mit den Teilnehmerinnen und Gerne. Teilnehmern, die da noch spezielle Fragen haben. Ja, danke schön. Also ich möchte von meiner Seite tatsächlich ein Dankeschön sagen. Danke, dass ihr dabei wart. Danke für den interessanten Content, der da dabei war, für diesen Case, den ihr präsentiert habt, was, glaube ich, für viele sehr, sehr interessant war und eben, wie man an den Fragen sieht, auch sehr viel Wissbegierde quasi aufgeworfen hat. Ja, ich darf von meiner Seite, von seitens LSZ, auf den nächsten Event hinweisen, auch wieder ein Webinar mit Collided, wo die Cyberbedrohungen in Zeiten von VUCA ein bisschen thematisiert werden und die Top-Prioritäten von den CISOs 2023. Wobei ich, also wir haben vorher kurz gesprochen, ist es VUCA, ist es schon Barney, wo sind wir gerade, welches Zeitalter wird da kommen und wie ist es vor allem in der IT-Sicherheit, also inwieweit sind wir da dabei? Und ähnliche Bandbreite an Themen, und da mache ich natürlich sehr gerne Eigenwerbung für unseren Security- und Risk-Management-Kongress in Leupersdorf, 22. bis 23. März, wo wir wirklich eine wahnsinnige Auswahl an interessanten Trend- und aktuellen Themen haben. Also wenn Sie noch nicht angemeldet sind, melden Sie sich gleich danach an, weil wir sind nämlich tatsächlich, und es ist gar kein Marketing-Gag, sondern wir sind fast ausverkauft. Das ist sehr schön für uns natürlich, aber wir freuen uns natürlich über die ein oder andere an. Meldung noch. Also vielen Dank, Joachim, vielen Dank, Daniel, für das interessante Webinar. Vielen Dank an Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, fürs Dabeisein. Ja, und jetzt wünsche ich einen schönen sonnigen Tag und darf mich im Namen von LSZ verabschieden. Dankeschön. Danke.